Till Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Wir haben euch ganz tolle Gadgets heute vorbereitet. Und zwar für eines unserer Lieblingsgadgets, Zubehör. Genau, und wir reden von Zubehör für das iPad. Das sieht so aus. Kann um genauer zu sein, das meiste ist sogar für das iPad 2. Ja, das ist richtig. Da hast du natürlich völlig recht. Und wie ihr alle wisst, steht das iPad von alleine so unglaublich schlecht. Aus diesem Grund haben wir uns ein paar schöne Sachen ausgedacht. Genau, es geht heute also um Hüllen, um Stands und ein bisschen Extra-Quatsch. Das sehen wir gleich. Mit dem ersten Extra-Quatsch fangen wir sofort an. Und zwar ist das von einer Firma mit einem sehr lustigen Namen, und zwar Makayama. Und zwar der Makayama Movie Mount. Das klingt so ein bisschen wie asiatisch. Wie so ein asiatisch, ja. Genau. Sieht gar nicht asiatisch aus, ist nämlich eigentlich schwarz. Entschuldigung. Das sieht man von meinem Oberteil besonders gut, wie ich gerade sehen kann. Ich stelle es mal hier hin. Und was man damit machen kann, man kann natürlich das iPad 2 hier reinklipsen. Machen wir, dass man es richtig macht. So, 1, 2, schon ist es drin. So, das Ding heißt natürlich nicht grundlos Movie Mount. Es hat ein paar Sonderfeatures. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. So, wir sind hier zum einen an der Seite so ein Ding, das direkt vor der eingebauten Kamera ist. Und da ist die erste Besonderheit. Tino, bitte hole doch mal das Zusatzzubehör. Das ist jetzt Zubehör, das nicht unbedingt jeder hat. Das gehört auch nicht dazu, das kann man sich dazu kaufen. Und zwar geht es um eine Zusatzaufsatzlinse. In dem Fall ist es eine Weitwinkellinse. Na, holen wir uns mal hier das Bild dazu. Also wie wir sehen können, eine Weitwinkellinse mit einem Schraubgewinde hinten dran. Also wenn du mal den Deckel hinten noch abschraubst. Mhm. So, und wie wir hier sehen können, ich gehe da nochmal ein Stück näher dran, ist da auch ein Gewinde drin. Und das kann man jetzt ganz wunderbar reinschrauben, wenn man es hinbekommt. Genau. Und es ist drin. So, und das Besondere daran ist jetzt, dass man einmal Weitwinkel oder Tele oder was man auch immer dran schraubt haben kann oder auch nicht. Du musst es filmen. Man kann es also hin und weg schieben. Kann also damit besser filmen. Und wer jetzt sagt, Mensch, das ist mir dann aber zu wackelig, dann hat der Makayama Movie Mount noch ein weiteres. Hat unten ein Stativgewinde. Na, das würde ich jetzt noch nicht ins Stativgewinde schrauben. Macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, sondern hol doch mal das Stativ, das da steht. Das Stativ. Das Gorilla Ports. Genau. Also wir sehen hier unten, und da hole ich mal wieder die Kamera, wir sehen hier unten ein Stativgewinde mit den typischen Stativlöchern. Da schrauben wir jetzt einfach mal das Gorilla Port rein, damit es nicht ganz so groß wird. Eine Münze zum Festziehen brauchen solltest. Das tut's mir jetzt. Gut. Also wir sehen, und schon steht das Ding auf einem Stativ. Man kann natürlich auch eine Adapterplatte dran machen. Na. Ich werde es auch so benutzen, dass es steht. Genau. So. Und schon steht das ganze Ding. Man kann jetzt natürlich noch einfach eine Adapterplatte, eine Schnellwechselplatte dran machen. Dann geht das ganze Ding sehr viel schneller dran und weg. Wenn man jetzt noch mehr braucht, manchmal braucht man ein besseres Mikro oder man braucht noch Licht oder und so weiter und so fort. Dann hat auch das Makayama hier vorgesorgt. Es hat hier so Cold Shoes, also selbes, so wie so ein Blitzschuh. Und da kann man jetzt einfach zum Beispiel hier, wir haben jetzt so ein Aufsatzmikro, das kann man da reinschieben, das Mikro dann an die Kopfhörerbuchse anschließen. Passt schon, musst du es einfach nur mit dem Rädchen festdrehen, genau. Richtige Richtung noch. Nach links. Genau. Dann kann man das in die Kopfhörerbuchse stecken. Und man könnte jetzt hier in den nächsten Coldshoe zum Beispiel noch eine LED-Lampe reinmachen oder das halt andersrum oben, die LED-Lampe. Und rechts das Mikrofon. Das Coole ist, dass man jetzt so relativ gut ausgestattet ist zum Filmen. Der einzige Nachteil ist, man ist so schlecht ausgestattet zum Filmen, weil die Kamera beschissen ist. Tja. Da kommt vielleicht dann das iPad 3, wenn wir Glück haben, passt es da noch rein. Wenn nicht, dann gibt es da sicher ein Upgrade. Es ist aber trotzdem schon eine ganz coole Station, weil damit wird das iPad so zum einzigen voll ausgestatteten Aufnahme- und Bearbeitungs- und Weitergebegerät. Ich kann also dieses Ding als einziges Ding mit auf eine Messe zu einer Berichterstattung oder sowas mitnehmen. Sonst nichts mitnehmen. Und hab alles dabei, hab ordentlichen Ton dabei,
habe halbwegs ordentliches Bild dabei, vielleicht noch ein bisschen Weitwinkel oder Tele, wenn ich das brauche. Man kann es außerdem, wenn wir das nochmal kurz dann hier auseinandernehmen, auch mal vom Stativ runternehmen, hat es natürlich noch einen weiteren Vorteil. Das ganze Ding steht natürlich zum einen auch so, weil der hier unten, ich zeige das mal wieder mit unserer Spezialkamera, welche übrigens gestiftet wurde vom Peter Krammel, a.k.a. Pietz vom Touchtalk-Podcast, der uns die kurzfristig programmiert hat. Es hat hier unten am Ende nochmal so eine Ausbuchtung, wo natürlich die Stativschraube drin ist. Das bedeutet zum einen, es kann stehen, so wie wir das jetzt hier sehen, und man kann es aber auch so schräg auflegen und so rum reinsetzen, dann ist es ganz angenehm zum Tippen. Also auch wenn man jetzt gerade mal keine Filme damit machen will, dann ist dieser Makayama Movie Mount keine ganz schlechte Investition, aber wenn man es nicht speziell für diese Filmsachen braucht, es kostet irgendwie um die 50 Euro oder so, würde ich mir dann nicht kaufen, wenn ich es nicht dafür unbedingt brauche. Gut. Sehr gut, Basti. Sehr also nochmal hier den Namen Makayama Movie Mount. Die URL findet ihr entweder hier direkt da drunten oder ihr findet sie natürlich auf unserer Webseite. Ja. Wir haben noch ganz schön viele, die wir zeigen wollen. Genau, also wir haben insgesamt 10 Gadgets heute mitgebracht, deswegen gleich zum nächsten mit einem etwas komischen Namen, das heißt Usable und man schreibt es mit einem Ü vorne dran. Usable iPad Flex. Ist ja logischerweise auch mal wieder schwarz. Ich halte es mal so ein bisschen ins Licht, damit es ein bisschen bunter wird. Oh, da ist es dicht, ja. Genau, das ist hier auch aus Plastik, ist beweglich. Es hat hier hinten, das ist das große Feature, vielleicht möchtest du das kurz mal herzeigen. Mit unserer Special Cam. Es hat hier so einen Klettverschluss, wo man natürlich zum einen seine Hand reinstecken kann. Und damit kann man das Gerät, also das iPad hier, es hat natürlich auch eine Aussparung, damit die Kamera richtig platziert ist. Wenn man sie einmal reingeklipst hat, wie man hört, das klipst sich so ein, kann man das hier so schön in die Hand nehmen. Und dann, ich finde es besonders schön, man kann es hier so spinnen. Das ist mein allerliebstes Feature, seitdem benutze ich nur noch dieses Teil. Ja. Und man kann halt jetzt hier, wenn man jetzt vielleicht in der rechten Hand, man kennt es ja vom Malen, könnte man es zum Beispiel hier in die Hand nehmen und dann kann man hier mit der Hand ganz normal schön drüber malen oder halt benutzen, zeichnen, wie auch immer. Also wo sowas natürlich wahnsinnig viel Sinn macht, ist auf Messen zum Beispiel, wo man was zeigen möchte. Man möchte aber sicher gehen, dass einem das iPad nicht aus der Hand fällt. Nicht ständiger. Und da benutzt man sowas. Dafür kann man dann alternativ auch noch das Ding zu einem Bauchladen umbauen. Da liegt hier irgendwo so ein Schnürl noch unter dem Movie Mount. Habe ich schon gut versteckt, jawohl. Genau, und wie wir jetzt hier sehen, da hole ich gleich wieder unsere patentierte Spezialkamera. Hat das hier so Ösen, wo man so Haken einhaken kann. So, und das kannst du dir jetzt um den Hals hängen. Genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel Umfragen mache oder irgend sowas, kann man das benutzen. Kann natürlich Alternativen auch so digitale Zigaretten jetzt verkaufen. Könnte man auch. Ich vermute, der Umsatz wird sich in Grenzen halten. Genau, also kann man auch machen. Das mag man jetzt praktisch finden oder halt nicht. Man kann es natürlich so auch einfach nur benutzen, um sich das umzuhängen und um durch die Stadt zu gehen. Genau, durch die Stadt zu gehen. Und dann, hey, ich habe ein iPad. Ja, die Möglichkeit besteht. Wahrhaft. Die Handhalterung persönlich finde ich eine gute Idee. Finde ich auch ganz gut gelöst. Auch dadurch, dass es flexibel verstellbar ist, ist es ganz gut, dieses Umhängeding, dessen Sinn und Zweck erschließt sich mir nicht ganz. Ja, jeder braucht eine. Das ist halt, wenn man das iPad als Handtasche benutzen möchte. Ich meine. Ja, möglich. Das Usable iPad Flex ist nicht ganz einfach bei uns zu bekommen. Das gibt es in den USA auf jeden Fall und im Zweifel schicken die auch nach Deutschland. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl als Handhalte-iPad-Case, aber da haben wir auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber bevor wir zu weiteren Handhalte-iPad-Cases kommen, kommen wir zu etwas stabilerem und deswegen heißt es auch gleich schon Stable Pro von der Firma ThoughtOut. Ja, das hier ist tatsächlich wirklich stabil. Das wiegt auch ein gutes Stück. Das ist hier Metall, lackierter Metall. Es erinnert von dem Design ein bisschen an, wie heißt das Ding, das wir für den Mac benutzen? Das, den Rain Stand. Ja, richtig, daran erinnert es ein bisschen. Hat hier oben eine flexible
Halterung fürs iPad. Und das erinnert natürlich so ein bisschen an so eine Cinema Display oder iMac Halterung. Und dann kann man das hier so schön reinmachen. Genau. Hier ist so ein bisschen Sondergadget. Es hat so eine Halterung, die das ganze Gerät hält. Und man könnte es natürlich einfach so reinstellen, aber das ist vielleicht nicht ganz vertrauenserweckend. Man kann es auch hochkant reinstellen. Warte, nein, ich meine jetzt anders. Also du kannst es rausnehmen und man kann dann hier hinten dieses Teil hier nochmal anders einhängen. Und dann passt es genauso, dass es hochkant reinpasst. Ja. Ist auch nett, ist, glaube ich, also zum Beispiel, wenn man das jetzt auf einem Tisch stehen hat, wo man was vorträgt und da sind seine Shownotes, sage ich mal, drauf. Auch praktisch, wenn man zum Beispiel in der Küche gerade von einem Rezept abkocht, ja, genau. Kann man das irgendwo hinstellen. Man hat, das muss nicht ständig in die Hand nehmen und das liegt nicht im Weg, das iPad. Ja. Das Ding heißt nicht ohne Grund Stable Pro. Das hast du vorhin schon angemerkt, das ist sauschwer. Das lässt sich auch nicht. Und also es ist schon, also ich glaube so ein Kilo, eineinhalb, zwei wiegt es schon. Es fällt halt einfach nicht um. Und ist ein ganz, ganz cooles Ding. Auch bei uns wieder nicht ganz einfach zu bekommen. Wieder mal bei Amazon zum Beispiel vorbeischauen, sich einfach mal den Link angucken, den wir hier einblenden oder auf der Webseite einfach mal in den Shownotes gucken. Finde ich A, gar nicht so hässlich. Ja, sieht ganz, also ist jetzt wird jetzt für mich keinen Designpreis gewinnen, aber es ist einer der schöneren iPad-Stands. Und er ist halt solide verarbeitet. Von derselben Firma kommt ein anderes Ding. Costa Quanta? Kann ich nicht genau sagen. Es ist nicht ganz billig. Okay. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wo man es bekommt. Also wie gesagt, bei uns ist es eher schwierig zu bekommen. Habe ich jetzt nicht recherchiert, muss ich leider gestehen. Das nächste, was wir zeigen, ist mein absoluter Liebling. Das ist der sogenannte, ich nenne es die Variante iPad als Gürtel. Möglich. In Wirklichkeit heißt das Ding natürlich Stable Coil Pro, auch von der Firma ThoughtOut. Und wenn du das holst, hol doch gleich bitte dieses kleine Gummibundle, das da an dem Stable Pro mit auch dran hängt, gleich mit, weil der funktioniert auch an diesem Gerät. Also, wie ihr sehen könnt, ist das hier so ein lange, und der Arm ist natürlich draußen, ich halte es mal hier rüber, so ein relativ lange, flexibler und stabiler Greifarm. Ja, tatsächlich, mich erinnert das auch ein bisschen. So Terminator-mäßig ist es schon ein wenig. Ja, und was man damit machen kann, man muss sich da hier erstmal das Gerät in die gewünschte Position formen, wie man das haben möchte. Ja, zum Beispiel so. Und dann, nachdem man das gemacht hat. Mir eher in die Richtung biegen, geht dann steht es nämlich besser. Und dann kann man hier, wie vorher auch, das iPad ganz einfach da drin befestigen. Also es ist so ein ganz, ganz starrer Arm. Also schon flexibel, aber dafür, dass er flexibel ist, ist er halt sehr schwer biegbar, so wie so ein Schwanenhals, wie man das vielleicht aus dem Auto, vom Navi, von der Navi-Halterung kennt. Und man kann ihn sich halt so ziemlich in jede Position bringen und es ist lustig. Man kann ihn sich halt, wie du schon gesagt hast, kann man da draußen einen Gürtel machen. Du kannst es ja mal kurz demonstrieren, wie sowas dann aussehen würde. Das ist bei mir ein bisschen schwieriger. So, und dann hat man sein iPad immer mit dabei. So als Bauchbinde. Das ist immer noch ein bisschen auch cool, ich habe das vorher mal ein bisschen angetestet. Ja, also möglich. So, kann man dann hier, man muss das hier noch ein bisschen reinmachen, dann kann ich hier die ganze Zeit so durch die Stadt laufen und mit meinem iPad spielen. Die Alternative ist, man kann sich auch über die Schulter legen. Also man kann es halt auch an verschiedene, an irgendwas, an einen Laternenpfahl oder eine Leiter dran wursteln, wenn man das möchte. Ich persönlich halte es nur für eine lustige Idee. Ja, wie wir hier schon sehen, es ist nicht hundertprozentig so stabil, wie man das gerne hätte. Der Vorteil an dem und dem vorher genannten Stable Pro ist, dass da nicht nur iPads reingehen, sondern alles, was irgendwie die iPad-Größe und Form hat, ja. Kann man da reinklemmen. Also generell ist das halt für Tablet-PCs geeignet und finde ich ganz cool. Ich würde jetzt von mir keine wirkliche Kaufempfehlung bekommen. Hat einen gewissen Coolness-Faktor, muss man schon dazu sagen. Aber ich glaube, auf dauerhaft nützlich oder praktisch wissen wir nicht. Wissen wir nicht.
So, was haben wir als nächstes? Kommen wir zu einem Kickstarter-Projekt, das es vor kurzem gab. Und zwar nennt sich dieses Kickstarter-Projekt wie? iKeyboard. Awesome. Sieht so aus. Also es ist unglaublich spannend. Eigentlich ist es hier nichts anderes als so eine... Müssen wir mal genauer zeigen. Ich mache mal hier, beleuchte mal das iPad, dass man es auch schön sieht. So, was ist das Ganze? Das ist hier eigentlich so eine Plastikvorrichtung. Und wenn man das hier, wenn man da genau drauf schaut, sind das so kleine Luftkissen, dass man eben so ein wenig, wenn man auf den Knopf drückt, so einen haptischen, eine haptische Rückbewegung hat, dass man merkt, dass man den Knopf auch gedrückt hat. Wie das Ganze funktionieren soll, ist auch, leuchtet eigentlich ein. Man kann das iPad natürlich nur im Querformat benutzen. Möchtest du weiter drauf filmen? Ja, natürlich, gerne. Ich mache jetzt hier einfach ein Notes-Ding auf und lass mir jetzt die Tastatur anzeigen. Und was ich jetzt zu tun habe, ich muss es jetzt hier einmal ordentlich positionieren. Das ist nicht ganz so einfach, ja, wie man sieht. Man muss sich da ein bisschen Zeit nehmen. Wenn man es einmal ordentlich gemacht hat, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. So. Aber hier ist schon die erste Schwachstelle von dem Ding. Genau. Man hätte natürlich, das sind ist unten so klebrige Dinger dran, die dann daran haften bleiben. Man hätte auch Magneten nehmen können, weil man weiß ja inzwischen, wo Magneten sitzen. Man hätte es so machen können, dass es irgendwie am Rand andockt, dann würde es immer fest sitzen. Das würde natürlich bedeuten, man hätte eine Version fürs, eine Version fürs iPad 1 und eine Version fürs iPad 2 machen müssen. Das heißt, man muss es halt drauf fummeln und dann, wenn man mal kurzzeitig nicht braucht, muss man es erst wieder etwas umständlich abziehen. Abziehen ist relativ einfach, aber das lassen wir jetzt mal noch. Hier, wie man jetzt sieht, man hat jetzt hier die Tasten. Ich habe ja auch den Text hier mal angezeigt und jetzt kann ich hier ganz normal draufschreiben. Ich habe jetzt schon mal was geschrieben. Hallo meine Damen und Herren, heute... Ich filme da mal so außen rum. Neuter ist vor allem gut, wenn ich auf Deutsch schreiben würde, auch noch. Heute zeigen... wir ein paar iPad Gadgets. Kenne ich natürlich nicht. Aber wie ihr seht, es funktioniert relativ gut. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Auch man hört auch ab und zu, wenn man, das werdet ihr wahrscheinlich nicht hören, man hört die Rückkopplung. Man hat auch hier auf dem F und dem J diese bekannten Knöpfe, dass man auch blind schreiben kann. Was natürlich ein großer Nachteil jetzt dieses Gerätes ist, ist genau das, was auch der große Vorteil ist. Man könnte natürlich theoretisch blind schreiben, aber zwischen den Buchstaben sind immer diese Plastikabsperrungen. Ich such dich mal. Ja, diese Plastikabsperrungen, die relativ hoch rausstehen, sodass ich blind überhaupt nicht schreiben kann, weil ich dann meistens auf diesen Absperrungen hängen bleibt. Genau, die sind meiner Meinung nach auch zu hoch. Also das ist also dieses Anklebesache, gut. Es hält auf jeden Fall relativ gut. Es hält super, das kriegst du auch wirklich kaum runter. Aber diese hohen Stege zwischen den Tasten, die sind mein größtes Problem an der Sache. Also ich werde damit einfach nicht warm. Es fühlt sich so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig an. Das, was man bei Kickstarter als erstes gesehen hat, so als Prototyp, das sah sehr viel besser aus. Sie hätten es viel flacher machen können, dann wäre es vermutlich besser gewesen. Schauen wir mal, vielleicht tut sich da noch was. Das gibt's. Dieses Kickstarter-Projekt war gerade fertig. Das Teil gab es auf der Macworld zu kaufen. Gibt es also momentan noch nicht zu kaufen. Ihr könnt euch da mal genaueres angucken. Auf der Kickstarter-Seite posten sie immer wieder, wenn es irgendwas Neues gibt. Man kann denen auf Twitter folgen und auf Facebook, wenn sowas einen interessiert. Der große Vorteil gegenüber anderen Tastaturen ist, es funktioniert mit so gut wie jedem Layout, weil die Tastatur-Layouts identisch aussehen. Ja. Und von daher hat man da kein Problem. Sehr schön. Genau, machen wir das hier wieder runter. Das iKeyboard. Ab ist es. Ja, wäre natürlich lieber, es kommt zum nächsten Keyboard, oder? Nein, noch können nicht. Können wir machen. Ja, gut. Wir bleiben in der Reihenfolge. Dann bist du wieder dran. Gut. Jetzt kommt, wer was ganz Günstiges haben möchte, der ist mit dem nächsten gut beraten. Und zwar den Weasel oder B-Weasel iPad Stand. Es kommt eigentlich mit diesem Blatt Papier. Das ist es aber noch nicht ganz. Also das wäre auch, dann wäre es sogar zu teuer. Nein, es ist dieses unglaubliche Gerät, das hier aus leichtem Metall ist. Wirklich hübsch. Ist es nicht. ist was anderes, richtig. Genau, aber es funktioniert ganz, ganz lässig. Man schiebt einfach das iPad hier rein. Das sitzt relativ fest. Man hat hier hinten so Schrauben. Darf ich dir mal hier das Kamerakentino in Einsatz bringen? Ich mach mal hier doch das Bild an. Genau, also man sieht hier hinten, hat man jetzt so Dinger.
es sitzt da relativ fest drauf. Es kann sich auch nicht verdrehen durch diese Ausbuchtung hier an der Seite. Ich kann es also zum Beispiel einfach hinstellen. Das funktioniert ganz hervorragend. Ich kann es natürlich jetzt auch in die Hand nehmen und es bleibt an meiner Hand hängen. Ja, ich kann es in beide Richtungen, also ich könnte es jetzt andersrum noch reindrehen, wenn ich hier rechts den Knopf haben möchte. Hat auch den Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel die Kamera benutzen will, sagen wir mal, das ist einer der Gründe, warum ich es hier habe, wenn man Stop-Motion machen will, hat es den Vorteil gegenüber vielen anderen Cases, es hat halt hinten dran nichts. Das heißt, die Kamera ist auf jeden Fall frei. Ich kann es also hinstellen, könnte es jetzt hier so hinmachen, in einem beliebigen Winkel kippen, damit ich meine Objekte erfasst mit der Kamera und dann steht es da. Kostet irgendwie, glaube ich, $10 zu beziehen über ihre Webseite und ist auf jeden Fall ein nettes Gadget, das wenig kostet, einfach funktioniert, aber halt dafür ästhetische Ansprüche jetzt nicht unbedingt befriedigt. Nö, das ist richtig. Ja, dann kommen wir vom billigsten zum vermutlich teuersten. Ja, ich glaube nicht mal, aber... Das ist allerdings eine absolut coole Geschichte. Wer das iPad nämlich nicht nur als iPad zum Rumtatschen benutzt, sondern als Schriftsteller oder als jemand, der viel damit zu schreiben hat, der hat die Möglichkeit von Logitech, sich das Bluetooth-Keyboard zu kaufen. Es gibt auch eine englische Variante von Zag. Also das wurde auch zusammen mit Zag entwickelt? Das, ja, genau, das ist diese... Steht auch, glaube ich, hinten sogar hier drauf, genau. Yeah. Man sieht's. Zag. Genau. Was kann das? Ja, es ist nicht schwer, das zu erraten. Man kann hier das Bluetooth einschalten. Das verbindet sich dann, nachdem ich hier mal kurz auf Connect gedrückt habe, normalerweise automatisch mit meinem iPad. Warten wir mal, ob das heute macht. Wir jetzt Pech haben, ist der Chef in der Nähe mit seinem iPad und wir haben uns gerade mit seinem iPad verbunden. So, wir machen das einfach manuell, ist ja auch egal. Sehen wir mal, wie das funktioniert, Bluetooth. Dann wählen wir hier das Keyboard aus. In der Regel muss man das nur einmal machen. Ah ja, da sind wir eh schon drin. Genau, es hat nur ein bisschen länger gedauert. Gehen jetzt hier wieder raus. Und jetzt könnte ich natürlich hier das iPad irgendwo hinlegen und da drauf tasten, macht aber keinen Sinn. Es hat nämlich hier so eine unglaublich coole Aussparung. Ich gehe mal kurz nah ran. Dann kann ich das iPad entweder in Landscape, also in Querformat reinlegen. Und es ist da auch relativ stabil drinnen und kann anfangen zu tippen. Was Schöne ist jetzt hier... Kamera, Fokus. Das Schöne ist jetzt hier, wenn ich jetzt hier... Ich gehe wieder ins Notes-App rein. Why you no focus, Kamera? Ja, danke. Kann ich jetzt hier, wie ihr seht, ich habe reingeklickt, die normale iPad-Tastatur ist gleich ausgeblendet gewesen. Ich habe hier oben habe ich Hotkeys für bestimmte Sachen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt die Sprache ändern möchte, kann ich mir jetzt hier das Keyboard anzeigen lassen, kann die Sprache wechseln. Genau so funktioniert es auch, wenn ich während des Musik höre, lauter, leiser. Und sonst habe ich hier eigentlich eine vollwertige Tastatur. Ich glaube, es sind nicht 100% von der echten Tastatur. Es ist ein bisschen kleiner. Aber das Schöne ist, dadurch, dass es an den regionalen Raum angepasst ist, habe ich natürlich hier auch gleich Äs und Üs. Also Umlaute, so wie alle anderen Sachen auch. Und es ist halt eine echte Tastatur. Ich kann jetzt hier auch ganz normal irgendeinen Satz schreiben. Wir drehen heute... Digital Upgrade. Und das Tolle an einer externen Tastatur ist, dass automatisch die Autokorrektur abgeschaltet, abgeschalten wird. Very nice. This is awesome. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich schreibe eh nur Text, kann ich es hochkant benutzen, habe jetzt die optimale Größe des iPad-Displays und kann so viel angenehmer Texte schreiben. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Schreiben, dann hat das Ding noch eine Funktion. Und zwar dient es als Schutzhülle fürs iPad. Richtig. Können das also einfach rausnehmen, ausschalten. Und dann legen wir das iPad hier verkehrt rum drauf. Das passt hier perfekt rein. Wir sehen, es schließt super ab, hat da so ein bisschen Gummi an den Kanten. Genau, und zack, habe ich es dabei. Kann es jetzt in meinen Rucksack reinstecken oder kann es mitnehmen. Es fällt auch nicht, man sollte es nicht übers Schrauber ziehen. Ja, ja. Also man kann sich natürlich noch einfach einen Gummiring außenrum machen, dann passt die Sache wieder. Dadurch, dass das natürlich so ein Case ist, das ist alles beschützt, sehen wir hier zum Beispiel an der Ecke diesen Eckenschutz. Und genau das ist mein persönliches Problem mit diesem Case. Also wenn du es nochmal rausnimmst, das iPad, sieht man halt, wenn man hier die Hände auflegt, hat man da so eine Kante, wo die Hände mitliegen. Und die stört mich so ein bisschen. Sonst ist es gut, es gibt von der Firma Zag, wie vorhin schon gesagt, auch eine bessere Version, eine US-Version.
Der Nachteil daran ist, dass es halt auch nur ein US-Keyboard ist. Ja. Und deswegen funktioniert es halt in Deutschland vielleicht nicht so gut. Das ist sonst technisch ein bisschen besser gelöst. Hat eine Batterie drin, einen Micro-USB, ja genau, Micro-USB-Anschluss zum Laden. Das wird nicht funktionieren, weil ich es ausgeschaltet habe. Ah, das erklärt eigentlich. Ich wollte nur ein bisschen rumspielen. Genau, also das Logitech Bluetooth Keyboard, das kostet glaube ich 100 Euro oder sowas in der Größenordnung. Genau. Findet ihr aber auf dem Link, den ihr da unten findet. Wenn ihr den Link anklickt, das ist zum Beispiel ein Amazon-Link, und euch so ein Ding kauft, dann, das ist bei manchen anderen Produkten hier auch so, wenn ihr das kauft, dann kriegen wir von Amazon ein paar Cent pro Einkauf und genau sowas, da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen, so ein bisschen Serverkosten bezahlen und was so alles anfällt. Also da sind wir euch sehr dankbar. Wenn ihr Dinge kauft, die wir vorstellen, benutzt doch bitte nach Möglichkeit die Links in den Shownotes, das hilft uns ein bisschen. Genau, das war das Logitech Bluetooth Keyboard. Genau. Als nächstes kommen wir zum LabWorks Two-Loop. Ui, na, habe ich den Ton nicht ausgemacht? Ich schäme mich schon ein bisschen. Ja, schäm dich mal. Ja, das ist zu Recht. Nein, das ist falsch. Blaue. Ja, genau, das Blaue. Das LabWorks Two-Loop. Und warum es Two-Loop heißt, also zwei Loops, zwei... Was ist denn Loop auf Deutsch? Looping. Zwei... Also, ihr seht, ich zeige euch, warum es Two-Loop heißt. Und zwar hat es hier diese großartige Funktion, hat es diese zwei Ringe. Loop, genau, Ringe, danke. Und die Funktion ist, ich übergebe dir mal wieder die Kamera. Na, ich rede zu viel. Wir haben hier so ein Case, das ist so ein bisschen elastisch, so aus Gummi, Kunststoff, keine Ahnung. Und es hat hier hinten so eine Aussparung. Und diese zwei Ringerl, die haben so ein Ding, das hier genau reinpasst. Ich kann das hier also rein... Kehrt rum, die Kamera. Ja, reindrücken? Ja, hervorragend. Ich kann das also hier reindrücken. Ich zeige das nochmal kurz. Reindrücken und dann nach unten einschnappen lassen, wenn ich auf das Knöpfchen drücke wahrscheinlich. Genau. So, was ich jetzt habe, sind zwei so Ringerl an einem iPad dran und durch diese Ringerl kann ich wunderbar meine Finger stecken. Es funktioniert also im Großen und Ganzen genauso wie das vorhin vorgestellte iPad Flex von Usable. Na. Es sitzt ziemlich stramm in dieser Hülle drin. Es kann da so gut wie auch nicht rausfallen. Man kriegt es auch so kaum rein und raus. Aber wenn es einmal drin ist, ist gut. Hat den Zusatzvorteil, boah, alter Falter, hat den Zusatzvorteil, wenn es einmal drin ist, kann man es auch in der Hülle drin lassen. Die Hülle ist so eine gute Schutzhülle. Boah, alter. Wir tun einfach so, als hätte ich es da reinbekommen. Sonst kriegen wir es danach nicht mehr raus. Genau. Oder? Ich kann es also so in der Hand halten. Man kann es auch hier wieder wunderbar drehen. Selben Vorteil wie das Usable-Ding. Hat aber noch einen weiteren Vorteil. Na komm. Also man sieht schon, es fällt einem nicht einfach raus. Ich habe es mir einfach zugemacht, das App. Das war natürlich auch ein Traum. Sag mal, ich bin jetzt... man muss halt auch in die richtige Richtung drücken. Es gibt noch ein zweites Ding und das ist dieses Teil. Das hat genau denselben Anschluss. Da kann ich jetzt also einfach hingehen. Das ein bisschen auflockern. Da reinstecken. So, und habe jetzt einen Ständer für das iPad, wo ich das iPad entweder Querformat oder Hochformat hinstellen kann. Und das also zwei Funktionen mit einem Gerät, ist relativ cool. Ist auch nicht so wahnsinnig teuer, wieder mal bei uns nicht ganz einfach zu bekommen. Wo ihr es bekommt, seht ihr natürlich hier in dem eingeblendeten Link, dem LabWorks Two-Loop. Und damit kommen wir schon zum letzten handgehaltenen, schon ist gut, haha. Zum letzten handgehaltenen, hier ist ein Chaos auf dem Tisch, seid froh, dass ihr das nicht seht. Und zwar von New Trend, das sogenannte Grabbit, also so wie Rabbit, wie der Hase, nur mit G. Das ist diesmal im Vergleich zu allen anderen kein weicher Plastik, sondern das ist hier so ein hartes Case. Und es hat hier zwei schöne Sachen, die ihr mitbringt. So, was haben wir hier? Das ist die Rückseite. Und damit macht es eigentlich auch ganz logisch. Man macht das Ei. Du musst erstmal die Handschlaufe hinmachen, sonst kriegst du sie nicht raus. Sonst krieg ich nicht raus, stimmt. Die Handschlaufe machen wir erst hin. Hier zeig mal kurz die Handschlaufe näher, die ist aus Leder. Extrem schön. Oder vermutlich Kunstleder, keine Ahnung. So, man schickt sie hier durch diese Öffnungen und dann kann man, je nachdem, ob man große oder breite Hände hat. Ich würde die äußere nehmen, dann sitzt es besser angenehmer in der Hand. Es geht relativ schwierig drauf. Hat natürlich auch seinen Sinn. Aber das macht man auch nur einmal in der Regel. Genau, steckt dann hier rein.
Zack, zack. Jetzt nehmen wir das iPad, setzen es hier rein. Das war's auch schon. Und jetzt, ich nehme es in die andere Hand, dann siehst du es besser. Genau. Dann kann ich das hier, wie davor auch, in die Hand nehmen. Jetzt könnte man natürlich hier noch die andere Einstellung, bei mir ist es ein bisschen locker. Es lässt sich allerdings nicht drehen, es ist also tatsächlich jetzt hier sehr fest. Na doch, lässt sich schon drehen, es lässt sich nur schwierig drehen. Also es ist nicht so wie bei den anderen, dass ich das Ding feste Einstellungen auch. Ist von, so von selbst drehen kann, sondern es hat 92 Grad Einstellungen, wo man es hin und her drehen kann. Das finde ich, also es ist zwar schön beim Usable und beim Two-Loop, dass man die so wild drehen kann, aber das Bedürfnis, das zu tun, hat man relativ selten. Es ist ab und zu mal cool, um es zu zeigen. Aber man braucht es relativ selten. Was beim Two-Loop cool ist, man kann das wie so ein Revolver sie draus drehen, weil es nicht hundertprozentig in der Mitte sitzt. Das stimmt. Der große Vorteil daran ist halt, es sitzt fest, es sieht ein bisschen edler aus, wenn man sich das, also auf den Fotos sah es so ein bisschen komisch aus, aber es sieht tatsächlich ganz gut aus. Hat noch was weiteres, hast du jetzt schon in der rechten Hand? Ich habe es hier in der rechten Hand, und zwar ist es sozusagen ein Deckel für das iPad. Ich kann es hier auflegen und kann mein iPad eigentlich damit komplett verschließen. Das heißt, ich habe also sozusagen einen kompletten Schutz für das Gerät, auch wenn ich jetzt das nicht in der Hand habe. Und dann kann ich es halt irgendwo so hinlegen, damit auch die Oberfläche nicht verkratzt und ich nicht mal dran schauen muss, dass es auf irgendeiner weichen Oberfläche liegt. Ja, das ist auch sehr schön. Und das hat der Basti sich gerade in die Hand genommen. Es gibt hier noch eine weitere Option. Wenn man jetzt nicht die Handhalterung benutzen möchte, dann hat man hier die Möglichkeit, das hier reinzuklipsen. Und man kann dann damit hier das iPad irgendwo festmachen. Oder hinstellen zum Beispiel. Also du kannst es auch einfach in Querformat hinstellen. Es geht allerdings nur im Querformat an das. Oh, ich wollte nicht meinen Bauch filmen, tut mir leid. Genau, so steht es auch. Also man kann es entweder irgendwo hinhängen mit dem Loch, das da unten drin ist. Das funktioniert tatsächlich auch. Oder man stellt es halt einfach als in Hochkant hin. Und das Coole an der Sache ist, selbst wenn das Ding dran ist, kann ich das iPad trotzdem noch in der Hand halten. Ist zwar dann ein bisschen komisch, weil da hinten dieses Teil im Weg ist, aber man kann es immer noch halten, ist kein Problem. Das kann man aber schnell hin und weg machen. Und es hält auch, wenn man die Lederschlaufe dran hält. Also ist persönlich mein Favorit, was die handgehaltenen Dinge angeht. Wie gesagt, von der Firma New Trend, das sogenannte Grabbit. Und damit kommen wir auch schon zum Finalisten. Tja. Und zwar das Tautronics TT-HS01. Magst du mal das iPad wegnehmen? Das kann ich wegnehmen. Das muss ich hier von unten draufholen, ja. Das ist nämlich hier so eine Lampe eigentlich. Und das ist jetzt gerade auch noch in der niedrigsten Einstellung. Das ist ein Bodenstativ für ein iPad oder für ein Tablet-PC. Das ist auch wieder universal, wollte ich schon sagen. So, ich zeige euch das mal hier ein bisschen genauer. Das hier könnt ihr auch ein bisschen den Hintergrund vom Studio jetzt noch ein bisschen sehen. Und zwar kann man hier das iPad reinhängen. Dann haben wir hier so einen Schwanenhals. Hier, seht ihr den Schwanenhals? Ja, den sind da. Bei mir vor allem. Unrasierten Schwanenhals. So, also wir haben hier den Schwanenhals. Hier ist es verschraubt. Man kann das Teil in Einzelteile zerlegen. Hier kann man es auseinanderschrauben am Fuß. Und hier haben wir so einen Clip, den man aufmachen kann und das Teil dann ausfahren kann. Und schon ist es aus dem Bild verschwunden. Magic! Und dafür können wir es jetzt hier unten hinstellen. Genau, wir können es auch mal nebenan hinstellen. Dann sieht man es nämlich vielleicht so ein bisschen zumindest. Und dann können wir mal zeigen, was wir damit machen können. Genau. So. Also wir sehen jetzt hier, man... Das ist die richtige Seite, die sich bewegen lässt? Genau, die obere ist hier bewegliche. Man sieht schon, man macht es jetzt so quer rein, weil das hat den Vorteil, dass es nicht rausfallen kann. Jetzt sehen wir, da hinten ist so eine Schiene. Oh, Sekunde, mal gucken, dass man das gescheit sieht. Schon, dass ich es richtig in der Hand habe. Ja. So. Und dann zieht man das einfach runter und schraubt es dann da fest. Genau. So. Und jetzt kann man sich das halt hindrehen, wie man das möchte, Querformat oder Hochformat. Das steht auf den Kabeln drauf, deswegen ist es ein bisschen wackelig. Es hat so einen riesig saumäßig schweren Fuß. Und das Schöne ist, man hat jetzt tatsächlich so ein, das kann man wieder zum Rezitieren von Dingen benutzen zum Beispiel. Also als Notenständer zum Beispiel oder als Dirigentenpult. Auch das, ich finde es besonders schön, neben die Couch zu stellen und das iPad dann einfach als Lampe zu benutzen. Ihr erinnert euch doch sicher an den Film Wall-E, wo die Leute dann immer so da sitzen und dann haben sie da von oben kommt so ein Ding runter. Ja. Und genau das könnte man damit auch machen. Man macht das dann einfach so. Das kann ja auch nicht rausfallen. Das ist halt das Tolle an der Sache. Wahrscheinlich fällt es jetzt raus und dann macht es clear. Man kann sich also auch irgendwie aufs Bett legen, das neben das Bett stellen und das direkt so nach unten hinhängen lassen. Ziemlich cool, ja. Und sich dann Filme anschauen oder Bücher lesen.
Wer jetzt zu Recht sagt, ich muss ein bisschen mit den Kabeln hier aufpassen, wer jetzt zu Recht sagt, diese Halterung da oben, die ist alles, aber nicht schön, dem gebe ich recht. Das hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, es funktioniert mit jedem Tablet-PC, der nicht dicker ist als diese Halterungsdinger. Der große Vorteil an der Sache ist, hier hinten hat das Ding so einen Standardhalter. Den kennt man zum Beispiel, ich gucke mal, ob wir den irgendwie sinnvoll drauf bekommen. Den kennt man zum Beispiel von vielen Navigationssystemen. Man kann also hier die zwei Schrauben lösen, kann das Ding rausmachen und irgendeine andere Halterung, auch eine iPhone-Halterung oder irgendeine andere Gerätehalterung machen, die diesen Mount auch hatten. Das haben sehr, sehr viele. Und dann hat man das vielleicht auch noch mal ein bisschen schöner speziell für sein Gerät angepasst. Ist aber auch ein cooles Teil. Wieder mal bei uns in Deutschland nicht so einfach zu bekommen. Schaut einfach mal auf den Link, den ich euch da verlinkt habe. Es gibt ähnliche Geräte zum Beispiel bei Cyberport. Okay. Die sind aber nicht so flexibel wie dieses Teil. Sind aber teilweise noch mal ein ganzes Stück billiger. Also das kostet, ich glaube, $99, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist aber in Ordnung. Ich kann es halt Höhen verstellen. Es hat einen schweren Fuß. Es fällt mir nicht einfach um. Mein $99 für eine Designerlampe und $499 fürs iPad. Kann man machen. Das ist doch in Ordnung. Das ist absolut. Da zahlt man schon bei anderen Läden mehr. Natürlich. Genau, das waren die 10 Spielzeuge. Was ist dein Favorit? Mein Favorit ist, tatsächlich ist es das Logitech Bluetooth Keyboard. Das hatte ich mir auch schon mal vorgestellt, dass ich mir das kaufen möchte. Ich fühle mich bestärkt. Geht das noch mit dem iPad 1? Lasst uns das iPad 1 ausprobieren. Es geht auch mit dem iPad 1. Und hier an der Stelle hier nochmal das Dodo Case. Vielen Dank. Ja, mit dem iPad 1 auch. Und das Schöne ist, es würde auch, ich glaube, das geht mit dem iPad 1 sogar noch besser als mit dem anderen. Nee, da gibt es noch ein anderes, das mit dem iPad 1 auch abschließt. Okay. Da gibt es eben für jedes Gerät gibt es da die richtige Hülle. Muss ich meine Control Surface wieder herholen? Genau. Und ja, mein Favorit ist schwierig. Schau mal. Ist das Absicht? Oh, ja, natürlich ist das Absicht. Und auch die Namen waren voller Absicht. Das Logitech-Ding ist nicht schlecht. Also ich schreibe dazu nur auf dem iPad so wenig, dass ich das haben wollen würde. Jetzt, wo ich meine unerschütterliche Liebe zu IA Writer gefunden habe, ja, ändert sich das vielleicht. Absolut zu Recht. Was ich allerdings noch cooler finde, ist das New Trend Gerät und machen wir mal hier. Genau, das New Trend Gerät, das Grabit mit dem Lederriemen. Dadurch, dass es halt gleich drei Funktionen zusammen hat, halbwegs gut aussieht. Ja, es sieht tatsächlich. Also ich finde auch, dass es extrem hochwertig aussieht. Ja. Und noch so eine Schutzhülle vorne drauf hat, finde ich das ganz gut. Ich bin allerdings auch relativ begeistert von dem Tautronic-Gerät, das wir gerade am Schluss gezeigt haben, das große. Sehr gut, danke, dass du mir geholfen hast. Ich war nämlich total im anderen Land gerade. Ich hätte es auch nicht mehr gewusst. Das waren zu viele. Genau. Also was mich an dem New Trend zum Beispiel reizen würde, dass ich mir das iPad theoretisch in die Küche an die Wand hängen kann mit diesem Zusatzhalter. Ich könnte natürlich auch mir das Tautronic teilnehmen und mir das in die Küche stellen, aber ja. Das ist ein bisschen. Es ist halt, der Nachteil ist, es ist halt groß und sperrig und schwer. Also das ist natürlich auch sein Vorteil, dass es groß und sperrig und schwer ist. Ja, ich habe keinen definitiven Gewinner. Aber ja. Ja, jetzt ist es an euch. Genau. Also wer noch kein iPad Case hat oder keinen Stand für was auch immer für eine Anwendung, ich glaube, nachdem ihr jetzt 10 verschiedene Varianten zu sehen bekommen habt, solltet ihr mindestens eins gefunden haben, das euch zusagt. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich habe da was viel Besseres, das ist 1000-mal toller als das, was ihr da gezeigt habt. Wir haben eine Webseite, www.digitalupgrade.de. Die habe ich nicht mal als Untertitel eingeblendet, vorbereitet, weil ich so gut vorbereitet bin. Schaut doch mal vorbei, schreibt es in die Kommentare, am besten mit einem Link dazu, wo das Ganze hingeht. Oder schmeißt uns auf die Facebook-Seite, schmeißt uns die Geräte in den Briefkasten, damit wir damit spielen können. Ist auch in Ordnung. Feedback sehr gerne. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr hier seht, dann guckt doch mal im iTunes Store vorbei. Der geht nie. Der geht nie, der blöde Link. Schau ich mal. Guck mal, ich habe nämlich auch eine Maus. Ah, schau an. Gut. Hinterlasst uns doch eine Bewertung. Es wäre nett. Haben schon wieder einige gemacht. Vielen Dank auch dafür. Ja, das hilft immer mal wieder so in den Rankings dahin zu kommen, wo man gerne sein möchte. Ja.
Das war's. Ich bin schon ganz heiser. Oh, schade. Dann hören wir wohl besser auf. Und du wolltest... Jetzt möchte ich nicht mehr. Es tut mir leid. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann sage ich das jetzt. Das war Digital Upgrade und ihr wurdet... Upgegradet. Yeah. Sehr schön. So, und wer sich jetzt wundert, wie haben sie das mit der iPhone-Kamera gemacht, dann bleibt noch dran, bis der Abspann durch ist. Dann zeigen wir euch das noch kurz, weil das schon relativ abgefahren ist. So, wir haben hier, wie ich vorhin schon angekündigt, eine iPhone-App. Die iPhone-App tut nichts anderes, als die Kamera anzuzeigen, das aktuelle Kamerabild, und zwar komplett ohne irgendwelche Menüelemente. Ich hatte da vorhin, was möchtest du denn machen? Das ganze Bild. Naja, ist egal. So. Sehr schön. Genau. Ich hatte da vorher eine andere App, die wurde mir empfohlen vom ich glaube Mario Thiel war das. Das war Almost DSLR, es hätte fast genau dasselbe getan, bei der hat nur irgendwie das Ausblenden des Grids nicht funktioniert. Und deswegen hat mir der Peter Krammel, auch bekannt als Pietz auf Twitter, diese App heute früh noch schnell zusammengestrickt, nachdem ich ein bisschen auf Twitter rumgeweint habe. Jetzt könnt ihr nicht unser Studio sehen. Ja, doch könnt ihr. Und zwar, und das ist jetzt das Coole an der Sache, also wir sehen jetzt hier das Kamerabild. Ihr seht hier auch, wofür man ein Mac Pro überall benutzen kann, also ein Mac Pro. Dann kann man immer brauchen. Eine Kamerabox, wo eine 2.000 € Kamera drin ist. Da steht ein 200 € Bildschirm. Der wahrscheinlich heute noch nicht mal mehr 200 € kostet. Wir hätten ihn mit einem Patrick-Aufkleber unten dran. Genau, damit wir ein bisschen selber sehen, was hier funktioniert und was nicht. Und jetzt, das Coole an der Sache ist, ich verlasse dich mal kurz. Du kannst ja mal noch stehen bleiben und tanzen, wenn du möchtest. Tanzen? Na gut, ich tanze für euch. So, und zwar kommen wir hier zu einem Apple TV. Der Apple TV geht per HDMI-Kabel in den Mac Pro rein, an dem das Boings TV läuft, und darüber bin ich gerade gestolpert. Und das Ganze funktioniert per AirPlay Mirroring. Das gibt es ja jetzt seit iOS 5 nativ. Und genau, und wir mirroren einfach das komplette UI. Das kann man hier unten ganz gut sehen. Oder auch nicht, weil ich das ein bisschen gecroppt habe, damit das besser in den Monitor reinpasst. Ja, sieht man halt hier unten, man kann das an den Apple TV ausgeben und Mirroring anmachen, und dann überträgt er halt alles per WLAN an den Apple TV mit so gut wie keiner Latenz, und das ist eine ziemlich abgefahrene Sache. Und so könnte man natürlich jetzt Apps kabellos demoen. Das werdet ihr in Zukunft auch ab und zu sehen. Aber man kann halt plötzlich auch eine Handheld Kamera-Kind-Kamera machen. Die per AirPlay und HDMI funktioniert. Sollten wir für 9,99 € ins Store stellen. Wie ist gut, Peter. Digital Upgrade Cam heißt sie. Also ist eine relativ coole Sache. Ja, kann ich empfehlen. Und ich glaube, hast du noch irgendwelche unsinnigen Geschichten? Nee, jetzt müssen wir aber auch Gas geben, weil sonst schaffen wir den Rest nicht mehr. Das wird tough. Meine Nase juckt. Wir haben 16,58 €, wie du hier sehen kannst. Sehr gut. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das hier habe ich schon oft Uhren gesehen in dem Raum, aber die irgendeine Uhrzeit angezeigt haben. Das ist aber die vom iPad, die Uhr. Okay. Genau, gut, dann soll es das gewesen sein. Wir verbeugen uns zutiefst, aber natürlich nur in Gedanken. Nur in Gedanken, weil körperliche Anstrengung ist mir zuwider. Das soll es gewesen sein. Danke. Auf Wiedersehen.